Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Und heute wieder, jetzt geht's plötzlich wieder. Heute Naturteich Komori. Der Naturteich, wo unsere größten Karashi-Koi drin sind und manchmal auch noch so manch andere Riesenkoi. Wir starten die erste Sequenz, die geht 57 Sekunden. Ich habe es Ende des letzten Blogs zu Kirita ganz kurz erklärt. Wir hatten früher, als ich angefangen habe, waren die Großen und ab Dreijährigen, die waren in Kyonotsu. Dann sind sie von Kyonotsu umgezogen nach Yamaguchi. Und da waren auch die 3-, 4-, 5-Jährigen bis 7-, 8-, 9-Jährigen, also die Riesenteile, zum Teil bis zu 30 Stück. Und die Kleineren, die dann damals so 75 bis 80, 85 waren, die waren alle zusammen in einem Teich. Das hat man dann ein paar Jahre gemacht. Der Teich wurde auch witzigerweise nur alle 2 Jahre abgefischt, weil Konishi gesagt hat, er hat gar nicht den Platz. Es waren so viele Karashi-Koi, Sie haben vielleicht die alten Bilder schon mal gesehen. Man kann es sich nicht vorstellen. Konishi hat gesagt, wir haben einfach nicht den Platz auf der Konishi-Koi-Farm, um diese Riesenmenge an Koi zwischenzuhältern. Und in manchen Jahren ist man auch hergegangen und hat, wenn man Yamaguchi abgefischt hat, dann hat man die Hälfte der Koi nicht wieder, wir starten die zweite Sequenz, hat man nicht auf die Farm zurückgebracht, sondern zum Überwintern in einen anderen Naturteich gebracht, das auch gar kein Problem ist. Hier haben wir jetzt einen Chagoi, das ist Gimrin Chagoi. Gimrin Chagoi, auch ein Riesenviech. Die Teile werden auch so abartig groß. Also wenn Sie da einen ergattern können, tun Sie das, die Blutlinie wächst wie verrückt. So, und irgendwann hat man dann aber beschlossen, man trennt die jüngeren 3- bis 5-Jährigen von den älteren Karashi-Koi mit über 95 Zentimeter oder gar schon einen Meter. Die Meter-Karashi-Koi wurden dann häufig schon gar nicht mehr in Naturteich rausgebracht, hat man komplett raus verzichtet, sondern hat sie in der Halle im Glashaus gelassen. Warum? Und das ist das, was ich an Dirksteich letztes Mal erklärt habe. Sie müssen sich ganz einfach vorstellen, ein Koi hat 3 Phasen des Wachstums. Das ist am Anfang ein exponentiell schnelles Wachstum. Da werden die überproportional, da haben die ein überproportionales Wachstum. Das war gerade der Gimrin Chagoi. Dann kommt ein lineares Wachstum, das kann über viele Jahre gehen, 1 Zentimeter pro Woche, und dann wachsen die vor sich hin und machen und machen und machen und können auch unglaubliche Mengen verstoffwechseln, unglaubliche Mengen an Futter aufnehmen. Und es fällt manchmal, insbesondere beim Karashi, schon schwer, die in die Überfütterung zu bringen, weil die einfach alles weg und durchhauen, und den Fischen passiert da auch nichts. Aber irgendwann, und das ist das Besondere an der Konishi-Karashi-Linie, irgendwo zwischen 90 und 95 Zentimeter beginnt dann das verlangsamte Wachstum. Das ist umgekehrt exponentiell. Wow, geiler Nanashi, sowas mag Konishi ganz arg. Das heißt, die Koi wachsen jedes Jahr nur noch 1, 2, 3 Zentimeter. Die Koi haben dann häufig die Koi legen dann häufig noch an Volumen zu, aber nicht mehr so an Körperlänge. Und jetzt kommt genau der Punkt, wenn Sie jetzt zu viel füttern, wenn Sie jetzt 1%, 1,5 oder sonst was versuchen, in so einen Fisch reinzuprügeln, dann wird er leiden und dann kann er auch sterben. Also das muss man wirklich sagen. Da sind wir dann wirklich an dem Punkt, wo man das Futter zurückfahren muss, wo man die Tiere in Anführungszeichen auf Erhalt füttert. Die brauchen dann auch nicht mehr so viel als in Relation zum Körpergewicht. So ein großer Fisch hat einen geringeren Stoffwechsel als ein kleinerer Fisch, der hat auch einen geringeren Sauerstoffverbrauch in Relation auf sein Gewicht. Und die Fehler werden häufig gemacht, und die werden häufig genau von den Leuten gemacht, die nur über einen Teich verfügen und in dem einen Teich quasi die Kleinen und die Großen gehalten werden. So wie das Konishi früher auch mit Yamaguchi oder Kyonotsu gemacht hat. Viele unterschiedliche Altersstufen und vor allem unterschiedliche Wachstumszyklen in einem Teich zu halten. Weil sie können den großen Koi nicht vor seiner eigenen Gier schützen. Man darf nicht vergessen, das ist intensive Fischhaltung, sprich es wird zugefüttert, es wird Sauerstoff zugegeben und nicht extensiv, wo man sagt, man bringt die zwar in einen Naturteich, aber die leben auch schlussendlich nur von der Naturnahrung, die in dem Teich vorhanden ist. Und drum hat Konishi dann irgendwann, als erstes hat er darauf reagiert, dass er die ganz Großen gar nicht mehr rausgebracht hat, weil irgendwann ist ihm auch aufgefallen, dass die Zahl der ganz großen Koi, die vermisst waren, wahrscheinlich höher war, als das normalerweise der Fall wäre. Und im nächsten Schritt hat man dann gesagt, die absoluten Riesen, die kommen dann nach Komori. Und da weiß ich, da geht wiederum, weil man einfach viel, viel weniger füttert, geht die Fütterung ganz klar
auf Erhaltungsbedarf, vielleicht ein bisschen mehr als ein Erhaltungsbedarf, so dass wir schön Volumen aufbauen können. Und in Komori finden die auch sehr viel Süßwasserschrimps. Der Kleine hat gerade die Hose voll. Der war übrigens über einen Meter. Der größte war, glaube ich, 1,03 Meter, der dieses Jahr rausgekommen ist. So. Ja, Sie verstehen, was ich meine. Und das kann ich jedem nur empfehlen. Eine Innenhälterung bietet sich in unseren Breitengraden bieten sich die Innenhälterungen wirklich an, um da die Fische schön vorzustrecken. Und ich sage mal, wenn Sie eine 5.000, 6.000 Liter Innenhälterung haben, können Sie die Fische da problemlos auf 80, 90 Zentimeter machen und dem Teich am Ende auch erst dann zuführen, wenn Sie von den Bedürfnissen dem entsprechen, was in dem Teich nachher auch gefüttert wird. Und wir wissen es ja heute, wenn man mit diesen sehr guten Beleuchtungen arbeitet, ist es schlussendlich auch so, dass man selbst Kosanke über sehr lange Zeit im Innenraum halten kann, ohne da einen großen Farbverlust hinnehmen zu müssen. So. Das sind schon Größen. Das sieht nicht so schwer aus, ist es aber. Mirko weiß, wovon die Jungs reden, was die Jungs da tun. Er war schon zweimal dabei, sogar dreimal. Ich glaube zweimal. Und da ist man dann abends schon müde. Wenn du zum Beispiel von der Schlange mal gebissen werden willst, ist ein schöner warmer Tag, musst du da hinten durch dieses Pampasgras rennen. Hast du Angst vor Schlangen? Ja, ich bin nicht gerade der große Schlangenfan. Okay, dann herzlichen Glückwunsch in Japan. Du hast kein Problem mit Schlangen. Dann merkt man, dass du noch nie einen Blog von Japan angeguckt hast. Ich habe die komplette Phobie vor den Dingern. Panik. So. Die Schlangen sind wirklich auch was echt Schlimmes. Im Sommer hat es da richtig viele. Also da rennen die auch nur mit Boots rum. So. Die haben doch das auch so schlimme. War es nicht eine Wespe oder eine Bienenart, die so brutal ist? Susumebatschi, eine der größten Hornissen der Welt. Die sind ohne Witz so groß wie ein kleines Flugzeug. Noch nie in Japan gewesen, aber mich auslachen. Und dann gibt es noch das hässlichste Tier oder eines der hässlichsten Tiere der Welt, Osancho, das ist ein Riesensalamander. Freuen Sie sich jetzt schon auf die Bilder, wenn die nachher dran stehen und da reingucken. Allein deshalb lohnt es sich, den Blog anzuschauen. Das wird geil. Sehr cool. Aber ich sage Ihnen, das auf Video rüberbringen, die Größe, das ist nicht möglich, wenn man die live sieht nachher. Ich habe es auch beim Blog von Markus gedacht, wo die Riesenviecher ausgeliefert wurden, das war einfach abartig. So. Ready, steady, go. Ist wieder müde, das sieht man. Das Geilste, Japaner haben ja wirklich, also in Japan haben nicht nur die Koi die Schlafkrankheit, sondern auch die Japaner. Die haben ja eine ganz eigene Schlafkultur und die haben irgendein Gen. Als Makoto bei mir in Deutschland war, da ist ein immer Beifahrer gewesen, Ansen no Tamini, aus Gründen der Sicherheit. Ich habe immer gesagt, wenn eine Mercedes-Tür zufällt, fallen ihm die Augen zu. Da kann der aber auch nichts dagegen machen. Du kannst dich mit ihm unterhalten, fällt die Autotür zu, schläft der Kerl. Und wenn wir von den Naturteilen, wenn der sich so verausgabt, und es ist jetzt noch ein kalter Tag und regnet, und wir, Achtung, der spreizt gleich die Schuppen weg. Ich kenne den, ja, die Flossen. Ich kenne den Koi, macht er immer, wenn er umgesetzt wird. Und wenn du den nachher im Glashaus ins Becken setzt, stellt er original die Schuppen so, die Flossen eine Stunde ab und dann beruhigt er sich. Ja, und dann hat. Genau, kalte Tage. Auch. Kalte Tage und dann fahren wir da zum Teil eine Dreiviertelstunde, Stunde heim. Dann wird im Auto die Heizung aufgedreht bis zum Anschlag und dann sitzt er da und dann beginnt er sich auf den Oberschenkel zu klatschen. Dann will er. Nee, der fährt ja. Ach so, dann schlägt er sich auf den Oberschenkel. Dann ist er wirklich fertig. Dann fragt er, ob ich einen Kaugummi habe. Ich habe einen, gebe ihm aber keinen, weil ich das so viel spannender finde. Nein, dann gebe ich ihm einen Kaugummi.
Dann hält er am nächsten Getränkeautomat, die da überall rumstehen, dann holt er sich einen Red Bull, einen Kaffee, noch irgendwas. Dann sage ich, ein Herzinfarkt ist nicht besser, als während dem Fahren einzuschlafen. Und warum hast du noch nicht angeboten zu fahren oder darfst du da nicht fahren? Das ist jetzt auch wieder Japan. Weil wir Rechtsverkehr haben. Mein Leben, wir können nicht Auto fahren. Okay. Da würde er wirklich Angst bei mir im Auto haben. Aber ich habe ihm dann immer alles, wenn er in Deutschland war, auf den deutschen Autobahnen heimgezahlt. Wenn wir dann mal mit 250 auf dem Standstreifen durch den Stau sind. Tim, ich sag dir, wenn du mal mit 300 in eine Baustelle reinrast, du denkst, die anderen fahren rückwärts. Machen wir nicht. Nein, machen wir auch nicht. Du weißt, dass ich ein humaner Fahrer bin. Fall. Bin ich ein Raser? Nein. Null, oder? Nein, absolut nicht. Nee. Und ich halte immer Abstand. Ja, wir beide. Wir beide. Mit dem Tim können Sie, eigentlich wollte der von VDO, kennst du VDO? Ja. Größter Tachohersteller. Und den könnten die zum Tacho-Eichen nehmen. Sieht Autobahn frei, Tim fährt mutig 140, dann kommt das 120er-Schild. Ich so, was jetzt? Ah, 120er-Schild, alles unter Kontrolle. Glauben Sie kein Wort. Doch. Und er hat ja recht. 20 zu viel kann man schon fahren. Weil du das schon einmal gemacht hast. Ja. Nein. Sag mal, was, das ist ja kriminell, was du hier sagst. Oh, ganz schlimm. Ich mach das nicht. Nee, ich kenne keinen 25-Jährigen, der sicher... Oh, Jesus ist der Größte. Alter. Das sieht aus wie keep the best for the last. Wahnsinn. Achtung, jetzt kommen noch die Sequenzen, wo sie dran stehen und da reingucken. Sind das 20? Nein. 2, 4, 6, 15? 15 bis 20. Das sind 15 Meter Koi. Und 15 mal 300 Kilo. Wie viel Wasser wird da jetzt verdrängt? Ich weiß nicht, wie der Wassergehalt von einem Karaschi ist. Von einem Fisch ist. Weißt du das? Nein. Aber es ist mal eine spannende Frage, weil da geht ja ziemlich viel. Ja, was glaubst du, warum es da die ganze Zeit tropft und macht und tut? Wir haben ein liegendes Auge. Ja, das ist jetzt mal süß. Alter, sind das Kabenzmänner, du. Das Karaschi-Kuschi. Ich glaube, Markus würde da reinspringen und mal ein Bad nehmen. Genau. So ist es noch eindrucksvoller. Er hat jetzt wahrscheinlich nicht gesagt, wahrscheinlich ist es sein Whirlpool in seiner Inhalterung. Ich glaube auch. Geht er mal wieder mit Baden. Genau so halten wir die Kamera nicht. Ich hab Nacken. Ich auch. Krank, oder? Aber ich sag dir, dass Komori-Abfischen so groß wie die Fische sind, wegen Relation Teichgröße und so schnell wie es geht, man nimmt die Größe nicht wahr, die nimmst du erst nachher im Glashaus wahr. Ja? Und Sugura ist eindrucksvoller. Wirklich, und auch Imada ist eindrucksvoller. Das Komori ist so ein kleiner Teich. Und da sieht man auch, die erwarten immer viel von den Fischen. Da geht es nur noch um die Zentimeter. Wir haben Komori fertig. Was wünschst du dir morgen? Die zwei haben wir zur Auswahl. Tiernutzen. Also, wir machen morgen Tsutsumida. Ich wusste, dass es so kommt. Machen Sie es gut. Danke an Makoto und Team, wenn ihr den Blog anschaut. Ganz, ganz tolle Arbeit. Nee, ich finde es wirklich geil. Und Tadeishi Shinmaida mit unserem besten Nisai sind jetzt auch abgefischt worden. Und Makoto hat nach Tadeishi einen Satz gesagt, den er ganz selten sagt. Kekkawaii! Kekka ist? Das weiß ich nicht. Das Ergebnis ist gut. Oder Kekkaga Yogata, wenn man so. Und der Japaner in seinem ewigen Understatement sagt normal immer Mamai! Oder Warukunai! Was heißt das? Warukunai sagt mir nichts. Waru? Was ist Waru? Warui. Ach. Ist schlecht. Warukunai heißt. Nicht schlecht gewesen. Nicht schlecht. Ist witzig, dass sie das auch so sagen wie wir. Es sind zwei unterschiedliche Sprachen. Wir sagen, um was gut auszudrücken, sagen wir nicht schlecht. Sagen die auch. Die sagen zum Beispiel auch, wir sagen, wir sind schwer krank. Schwer ist ja eigentlich eine Gewichtsfrage.
Japaner sagen Omoi Byoki. Es ist wirklich witzig, die Parallele. Vielerlei Hinsicht so. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Japanischkurs gemacht. Machen Sie es gut. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis dann. Ciao. Ciao.